Willkommen zurück zu Dear Easter. Ja, allen Spekulationen hin und her, alle Spekulationen einfach mal in den Wind geschrieben. Latschen wir doch noch ein wenig. Ich glaube, da drüben ist eine dieser Höhlen. Latschen wir doch ein wenig. Und gucken mal, was es hier sonst noch so gibt. Komm, du Scheiße. Ja, aber. Aha. Na gut, das sieht jetzt nicht mehr nach einer chemischen Formel aus, sondern mehr so nach irgendeiner Leuchtdioden-Sternschaltung. Und wir hatten gerade eben ein komisches Geräusch. Wir sind also den Weg hinauf und nun gehen wir den Weg wieder hinunter. Na gut, tun wir dies. Obwohl, wie gesagt, das Spiel lädt ja quasi dazu ein. An diese Höhle herankommt. Ja gut, noch wage ich das nicht. Er hinterließ seinen Körper für die medizinische Fakultät und wurde für eine Menge Studenten 21 Tage nach seinem Ableben ordnungsgemäß aufgeschnitten. Der Bericht ist in meiner Ausgabe seines Buches enthalten. Die Syphilis preschte durch seinen Organismus wie ein betrunkener Fahrer, verrührte seine Organe wie Eier auf einem Teller. Aber es verblieb genug Bestimmung der Organe für eine flüchtige Untersuchung und, wie ich ahnte, sie fanden klare Hinweise auf Nierensteine. Er hat höchstwahrscheinlich die letzten Jahre seines Lebens unter beträchtlichen Schmerzen gelitten. Vielleicht war das der Grund seiner Gewohnheit, Laudanum zu nutzen. Obwohl die Nutzung ihn zu einem unzuverlässigen Zeugen macht, finde ich mich verstärkt in seinen Bann gezogen. Sie fanden Jacobson im Vorfrühling. Das Tauwetter hatte gerade begonnen. Auch wenn er fast 7 Monate tot gewesen war, war sein Körper bis zu den Nerven eingefroren und hatte nicht einmal begonnen zu verwesen. Kleine Blumen streckten sich zu der schwachen Sonne. Die Ziegen hatten sich glücklich einem Leben ohne Hirten angepasst und weideten frei im Tal herum. Donnelly berichtet, sie schleuderten den Körper aus Angst und Abscheu in den Schacht. Aber ich kann diese Geschichte nicht bestätigen. Ja, das glaube ich auch, dass sich die Ziegen sehr schnell an ein hirtenfreies Leben gewöhnt haben. Gerade auf so einer Insel hier. Ich glaube, die finden das ganz cool. Gut, das Schiffchen, das liegt schon ein wenig länger hier. Vermute ich. Und es schaut so aus, als würden wir... Beim Herunterklettern zu den Höhlen rutschte ich aus und fiel und verletzte mein Bein. Ich denke, der Oberschenkelknochen ist gebrochen. Er ist eindeutig infiziert. Die Haut entzündete sich zu einem hellen, vollen Pink. Der Schmerz bricht in Wellen über mir zusammen. Wintergezeiten gegen meine Küstenlinie. Den Schmerz meiner Steine überdröhnen.
Ich rang um eine Rückkehr zur Hütte, um mich zu erholen. Aber mir war klar, dass da nur eine Möglichkeit war, wie es wahrscheinlich enden würde. Die Medikamente, die ich aus dem Fischdampfer plünderte, erhielten auf einmal ihren Zweck. Sie werden mich luzide halten für meinen letzten Aufstieg. Womit infiziert? Syphilis? Hier scheint aber jemand etwas verloren zu haben. Es ist echt unbeschreiblich. Jeder Weg ist so, als ob man in einem Museum durch Bilder geht. Es sind so viele Stimmungen, die hier erzeugt werden. Ich finde das wirklich schön. Doch natürlich frage ich mich, was hat eine alte, ich nenne sie jetzt mal Lepra-Insel, mit diesem Wer ist Donnelly zu tun? Welche Infektion außer Syphilis und Darmbakterien? Warum? Boah. Warum sind wir hier? Was ist diese Insel? Denn wir sind nicht. Wir sind definitiv nicht in der Realität. Ein Ladebildschirm. Donnelly durchschritt nicht die Höhlen. Von hier drinnen aus ist seine Führung, so unzuverlässig sie auch ist, von mir gegangen. Ich sehe jetzt ein, dass es an uns beiden liegt und welcher Schriftverkehr auch immer mit den nassen Steinen geführt werden kann. Halleluja. Ich denke mal, von da oben kommen wir. Und wie es ausschaut, ist unsere Taschenlampe nun wirklich nur noch dafür zu gebrauchen, am Fuße unseres Grabsteins zu liegen.
Da ist keine andere Richtung, keine andere Ausfahrt auf dieser Autobahn. An dieser Kreuzung vorbeifahrend sah ich dich am Straßenrand wartend. Ein solches letztes Getränk in deinen erzitterten Händen. Dass dieser Mischmasch aus chemischen Formeln, elektronischen Schaltungen und biologischen Zeichnungen und anderen Dingen, ja, das sieht aus wie Spulen, irgendwie ein wenig auf den Geisteszustand unseres Protagonisten hinweisen soll. Ich glaube wirklich nicht, dass das jemand anders gemalt hat. Und wenn ich, so wie eben, einfach nur ganz still bin, versuche ich das einzuhalten, dass ich ein wenig in dieser Stimmung einfangen möchte. Scheint fast so, als müssten wir wieder mal einen Suizid begehen. Nur was geschieht dann? Aha. Meine Herren. Oh, oh, bei solchen Bildern vergisst man wirklich schon die erwähnten Darmbakterien, Bahndakterien. Mhm. Die Syphilis, die Ausgestoßenen, die Gottlosen, die von Gott Verlassenen. Dem betrunkenen Fahrer, der seine höchstwahrscheinlich schwangere Frau, Freundin, Lebensgefährtin getötet hat. Boah. Das wird jetzt etwas beklemmend.
Ein ganz klein wenig. Jetzt kommt es mir fast so vor, als würde ich durch den Farbkleckspinsel von HR Giga krauchen dürfen. Als ob dort oben eine Fratze wäre. Dort auch. Als ob das alles eine organische... Ich durchlaufe meinen eigenen Todeskampf. Die Infektion in meinem Bein ist eine Bohrinsel, die schwarzen Dreck tief aus dem Inneren meiner Knochen ans Licht holt. Ich schlucke eine Handvoll Diazepam und Paracetamol, um bei Bewusstsein zu bleiben. Der Schmerz fließt durch mich wie ein unterirdisches Meer. Also, ich möchte im Endeffekt nach da gehen. Aber ich kann nicht anders. Ich muss schauen, was ist doch vorne. Denn ist da hinten ja auch noch was. Instinktiv würde ich natürlich versuchen, da zur Beleuchtung zu gehen, aber ich muss erstmal da in die Dunkelheit. Ich muss diesen Symbolen folgen. Und diese Bilder im Zusammenhang mit dem eben gesprochenen Text erinnern mich an Therapieformen. Menschen dazu bringen, sich quasi ihre Krankheit zu visualisieren. Zu visualisieren? Guck mal, das Plankton. Zu visualisieren und quasi in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, in ihrer Fantasie, ja, mit dieser Krankheit umzugehen, gegen sie anzugehen. Oder anders gesagt, sich selbst dabei stärken, Selbstheilungskräfte aktivieren. Natürlich, bei einer Infektion ist da nichts mehr mit Selbstheilungskräften. Das kann man sich in die Haare schmieren. Trotzdem, so denke ich, hilft es immer, egal was ist, irgendwo einen klitzekleinen Funken, so einen ganz kleinen Funken an Hoffnung. Ganz kleiner Funke Positivität. Ich weiß, wie scheiße das klingt. Denk positiv, dann geht dein Krebs schon weg. Nee, geht er nicht. Geht er ganz gewiss nicht. Aber es geht ja auch um die Herangehensweise. Ob man sich fallen lässt oder andere verantwortlich macht. Deswegen finde ich halt so einen Unfall mit dem betrunkenen Fahrer, den ich ja dann wirklich auch als Mörder bezeichnen würde, so grausam. Wird er seine Frau jetzt einem Herzinfarkt verloren? Okay, Herzinfarkt, gut. Aber wenn man jemanden dafür verantwortlich machen kann, dann pflanzt man in sich selber ja so etwas wie, ja, was ganz Beschissenes. Wut, Hass. Und ist ja nicht so, dass diese Wut und dieser Hass, dass die sich bemerkbar machen bei dem oder dort, wogegen man Hass spürt, sondern man spürt den nur selber. Man macht sich nur selber bekloppt und man macht sich selber verrückt. Und man bringt sich vielleicht im Endeffekt auch deswegen um. Denn man hat ja keinen
keinen schönen Tag mehr. Man ist ja am Hassen. Oh, ist das hübsch. Also versteht mich nicht falsch. Hey, man darf wütend sein, alles. Man darf auch mal so richtig aus der Haut fahren und Kacke bauen. Alles kein Ding. Alles kein Ding. Wirklich, alles kein Ding. Jeder hat Acht. Jeder hat irgendwo Dreck am Stecken, hat mal Scheiße gebaut oder sonst irgendwie. Und kennt auch dieses Gefühl der Wut, der Hilflosigkeit. Aber es hilft meiner Erfahrung nach einfach nicht, das weiter aufzubauen. Sich darin aufgehen zu lassen. Meiner Erfahrung nach hilft es manchmal einfach mehr, wenn man aus der Tür kommt, einen Blick in den Himmel zu werfen, die Wolken zu sehen oder die Sterne. Und sich daran zu erinnern, dass natürlich auch unsere Wahrnehmung unsere Realität macht. Und nochmal, hey, nur weil ich jetzt hier total abphilosophiere, heißt das noch lange nicht, dass ich mich daran halte. Es ist ja, ich kann nichts dafür, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Dieses dumme Spiel bringt mich zum Denken. Und das ist nicht positiv. Zurück zum Spiel. Natürlich eine Interpretation von wegen, boah, wir befinden uns hier in seiner Psyche, wir befinden uns hier an diesem Ort, weil er unheimlich viel investiert hat in diesen Ort. Diesen, so wie wir erfahren haben, für ihn verkannten Ort. Und dass wir, also er, unser Protagonist, ja, eventuell schon gar nicht mehr unter den Lebenden weilt. Och, was geht denn jetzt ab? Was? Dies ist das Gesicht eines ertrunkenen Mannes, in den mondbeschienenen Gewässern reflektiert. Es kann nur ein toter Hirte sein, der kam, um dich betrunken nach Hause zu fahren.